das Ziel dieses Kooperationsprojekts war tatsächlich, das Museum nochmal in eine andere Sphäre zu bringen. Also wir sind in unserer eigenen Museumsbubble ja unterwegs, machen lauter Ausstellungen. Und das Interessante war jetzt, was passiert, wenn man den kompletten Ausstellungsprozess vom Texteschreiben bis zum Exponat aussuchen, wirklich gemeinsam mit Studierenden macht. Und zwar als gleichberechtigte Player und nicht als Museumsbestimmen. Weil die Kolonialgeschichte so lange aus der öffentlichen Diskussion verdrängt wurde, ist es jetzt wichtig, dass sich viele gesellschaftliche Akteure daran beteiligen. Und es ist aus meiner Sicht eine Aufgabe der Universität, sich in diese gesellschaftliche Debatte mit ihrer spezifischen Expertise und ihren spezifischen Perspektiven einzubringen. Mich hat am Seminartitel vor allem interessiert, dass man Preußen eigentlich eher mit Soldaten und Pickelhauben in Verbindung bringt und nicht mit Schiffen oder Kolonien. Zur Zeit der deutschen Kolonien in Afrika war Preußen bereits im Kaiserreich aufgegangen und daher hat sich mir die Frage gestellt, wie konnte Preußen den Kolonialismus betreiben? Das Seminar hat im Wintersemester damit begonnen, dass wir uns ins Thema Preußen, preußischer Kolonialismus und auch preußische Expansion eingelesen haben. Nachdem wir inhaltlich dann einigermaßen fit waren mit dem Thema, haben wir uns dann in einzelne Projektgruppen eingeteilt. Wir sind darauf folgend in eine Recherchephase gegangen, bei denen manche Gruppen eher literaturbasiert recherchiert haben, während andere zum Beispiel ins Archiv gegangen sind, zum Beispiel die Gruppe zur Mindener Lokalpresse. Anhand von verschiedenen Themen, von der Berichterstattung in der Mindener Lokalpresse über die Migration bis hin zu transnationaler kolonialer Erinnerung, dem übergeordneten Ausstellungsthema genähert und uns dann gefragt, wie wir dieses Wissen in die Museumsräume bringen können. Dann sind wir dazu übergegangen, unsere Exponate und Texte in den jeweiligen Räumen zu positionieren. Ich fand es besonders toll, dass wir uns im Rahmen des Projektseminars intensiv über 2 Semester mit verschiedenen Themen auseinandersetzen konnten. Bei Hausarbeiten hat man ja einfach nur ein paar Monate, wo man sich dann mit der Sache beschäftigt. Und da hatten wir eben das Glück, dass wir wirklich 2 Semester hatten, wo wir intensiv arbeiten konnten. Das Schöne an diesem Seminar ist, dass wir uns thematisch weiterentwickeln durften. Das heißt, wir haben angefangen, zum Thema preußischer Landtag und Kolonialismus zu recherchieren und haben dann gemerkt, dass im Landtag auch noch viel anderes diskutiert wurde. Und dann hat sich unser Thema immer weiter erweitert und schlussendlich sind wir stehen geblieben bei Preußens internationalen Ambitionen. Was sehr besonders dran war, waren die intensiven Gruppenarbeiten. Also so intensiv habe ich in meiner bisherigen Unikarriere noch nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten müssen und es war auch sehr ergiebig. Im Seminar haben wir sehr viele Gruppen zusammengearbeitet und die Zusammenarbeit, würde ich sagen, war fast immer sehr gut, aber wir sind auch speziell bei unserer Gruppe auf ein Problem gestoßen. Das war für unsere Gruppe ein bisschen schwierig an einigen Stellen, weil wir sehr wenig spezielles Quellenmaterial speziell für unser Thema hatten und gleichzeitig ein sehr hohes Pensum an Literatur, das durchgearbeitet wird. Ganz gut. Arbeit unterschieden. Man hat einfach total viel mit Menschen zu tun gehabt, was man sonst vielleicht nicht so hatte. Also man hat nicht immer alleine hinterm Schreibtisch gesessen und hat irgendwas für sich erarbeitet, so, sondern man hat halt mit anderen zusammengearbeitet und vor allem auch mit Menschen, also jetzt hier im Preußmuseum, die selber schon Erfahrung haben, im Ausstellungen machen. Also für uns war das Besondere an diesem Ausstellungsprojekt, dass wir relativ spät in den Prozess jetzt eingestiegen sind. Normalerweise setzt sowohl die Kulturvermittlung als auch die Grafik zur Ausstellung früher mit am Tisch, sozusagen, wenn es um die Entwicklung der Ausstellung geht. Diesmal sind wir relativ spät damit konfrontiert worden, was die Studierenden an Themen und Inhalten gesetzt haben und sattelten dann irgendwie unseren Bereich jetzt auf. Das war eine Herausforderung. Das ist natürlich auch ein bisschen das Spannende daran, weil da ja auch nochmal irgendwie andere Zugänge sichtbar werden und gerade das Dialogische, das diese Kooperation ja hat, auch in die Ausstellung getragen werden soll. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sehr gespannt bin, wie sich das dann auch in der Gestaltung der Ausstellung am Ende niederschlagen wird, ob die Ausstellung vielleicht auch ganz anders aussehen wird als vorhergegangene Ausstellungen.
Und auf der anderen Seite ist das natürlich mit Blick in die Zukunft, was wir uns wünschen würden für ähnliche Kooperationsprojekte, wenn man da früher in den Internet. Also ich glaube, das Schwerste für mich als Museumsleiterin war, so viel Verantwortung abzugeben oder sich zu trauen, so viel Verantwortung abzugeben. Und dann auch einfach dazu zu stehen, dass die Dinge so sind, wie sie jetzt sind. Also jetzt nicht eingreifen zu wollen, sondern zu sagen, das war eine gleichberechtigte Kooperation und deswegen haben alle Studierenden, die als KuratorInnen arbeiten, das gleiche Recht und arbeiten mit uns als Museumsteam zusammen. Aber das war schwer. Mit einem Museum zu arbeiten bedeutet auch, sich den Arbeitsziel des Museums anzueignen. Dazu gehört zum Beispiel, Deadlines einzuhalten und die Inhalte in den entsprechenden geforderten Formaten abzuliefern. Neben den wissenschaftlichen Arbeiten bereiten solche Projekte die Studierenden deshalb auch auf ihr künftiges Berufsleben vor. Sie haben während des Seminars Einblicke in die Museumsarbeit bekommen und wichtige Kompetenzen erlangt, so das Verfassen von kurzen, verständlichen Texten, das Erzählen von Geschichte anhand von Objekten und das Aufarbeiten ihres Themas für die Öffentlichkeitsarbeit in Form zum Beispiel von Kernbotschaften. Ich habe über Museumsarbeit gelernt, dass es vor allem darum geht, erarbeitetes Wissen und Forschungsinhalte so rüberzubringen, dass sie ganz viele verschiedene Leute verstehen können und vielleicht auch Spaß daran haben, sie zu erfahren. Außerdem habe ich gelernt, dass man wirklich in einem riesengroßen Team aus super unterschiedlichen Leuten und ExpertInnen zusammenarbeitet und am Ende auch immer ein bisschen pragmatisch denken muss. Die Beschäftigung mit Kolonialgeschichte kann uns auch sensibilisieren für heutige Fragen von Ungleichheit, etwa Rassismus in unserer Gesellschaft, globale Ungleichheit und Verteilungskämpfe in Bezug auf die Klimakrise oder auf die aktuelle globale Ernährungskrise. Und wir können auch Kontinuitäten von kolonialem Denken in der Entwicklungspolitik ausmachen. Mit Preußen und Kolonialismus verbinde ich jetzt nach dem Projektseminar einerseits, dass Preußen auch ohne Überseegebiete in der Lage dazu war, Kolonialismus auszuüben. Einerseits durch wirtschaftliche Ausbeutung, zum Beispiel mit Hilfe des transatlantischen Sklavenhandels, und andererseits aber auch durch Rassismus und vor allem auch die Wiedergabe von rassistischen Grundstrukturen, die sich zum Beispiel dann in sogenannten Völkerschauen dargestellt hat. Andererseits hat sich vor allem für mich, oder habe ich vor allem mitgenommen, dass so die militaristische und aggressive preußische Außenpolitik, die das 17., 18. und 19. Jahrhundert bestimmt hat, auch später auf das Kaiserreich und die Expansion des Deutschen Kaiserreichs in Afrika übertragen ist. Insgesamt war das ein sehr motiviertes und engagiertes Seminar und man hat bei einigen gesehen, dass sie im Laufe der Recherche richtig Feuer gefangen haben und in den Gruppen auch eine Eigendynamik entstanden ist. Das hat mich natürlich sehr gefreut und es zeigt auch, dass solche Kooperationsseminare die Studierenden ansprechen. Also meine größte Hoffnung an die Ausstellung ist tatsächlich, dass ganz viel Gespräch entsteht. Also ich denke, es ist ein Thema, was nicht omnipräsent ist in Ostwestfalen, wo vielleicht viele auch erstmal sagen, Kolonialismus weiß ich nicht, oder vielleicht auch mit bestimmten Bildern kommen. Und dann tatsächlich auf eine Ausstellung treffen, die weder chronologisch erzählt noch vollständig und deswegen es wahnsinnig aufregend wird, was die Besuchenden mitnehmen oder wie sie reagieren, was sie uns für Kommentare hinterlassen. Also ich bin einfach total gespannt, wie die Ausstellung aufgegriffen wird und ob sie dauerhaft, hoffentlich, das wäre mein Wunsch, zu einem Diskurs über Preußen und Kolonialismus führt. Ich erhoffe mir von der Ausstellung im Preußenmuseum zwei Dinge. Einerseits, dass diese Kooperation eines Seminars mit dem Preußenmuseum und die Möglichkeit, eine Sonderausstellung zu gestalten als Seminar mit sehr vielen Personen, dass unsere Ausstellung dort als ein positives Beispiel dienen kann und auch für andere Universitäten und andere Museen als Blaupause dient, um so etwas erneut zu versuchen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir auch, dass dieses Thema Kolonialismus und koloniale Aktivitäten in der Region OWL für die Besucherinnen und Besucher interessant ist und Interesse weckt und dieses Thema in der Region stärker hervorruft.